willkommen zum Märchenfenster Deluxe. Bettgeflüster. Geschichten und Märchen voller Leidenschaft und Liebe. Mit Tanja Schreiber vom Erzähltheater Fabulat aus Hamm. Und mit Christoph Gudorf. Es war einmal ein großer und gewaltiger König. Und er hatte eine wunderschöne Königin zur Seite. Und die beiden hatten alles, was man als Herrscher eines großen Reiches nur so besitzen konnte. Bloß keine Kinder. Und das schmerzte vor allen Dingen die Frau Königin sehr, denn egal wo sie hinging, ins kleine Dorf oder aufs Land zu den Bauern, in der kleinsten, schäbigsten Stube, hatten die Leute nichts. Aber sie hatten Kinderlachen. Sie spielten mit den Kindern. Sie hielten sie an, Hausarbeit zu machen. Manchmal schimpften sie sogar mit ihnen. Alles das, was Eltern nun mal so mit ihren Kindern tun. Und Frau Königin, sie wollte das auch. Sie sehnte sich danach wie nach nichts anderem auf der Welt. Aber kein Gebet und auch kein Heiler konnten ihr ein Kind schenken. So verging die Zeit und irgendwann, da entschlossen sich der König und die Königin, ein Pflegekind anzunehmen. Ja? Und das wollten sie hegen und pflegen und lieb haben, so wie ein eigenes Kind. Ja, und sie spielten mit ihm. Und sie zeigten ihm auch einige Dinge, die man im Leben wissen muss. Und manchmal, ja, da schimpften sie auch mit ihm. Eben all das, was Eltern so mit ihren Kindern machen. Ein kleines Prinzesschen war es, das nun die Rolle der Prinzessin übernehmen sollte. Die Zeit verging und an einem Tag von all den vielen, da spielte das kleine Pflegekind-Prinzesschen im Hof mit einem goldenen Ball und das machte einigermaßen Spaß, aber nicht so viel, wie es machen würde, wenn man zu zweit mit dem goldenen Ball würde spielen können. Und da freute sich die kleine Prinzessin sehr, denn des Wegs kam mit einem Mal eine alte Bettelfrau. Und die hatte ihr Töchterchen im Schlepptau. Und wie es so ist, wenn man noch nicht ganz so hoch aufgewachsen ist, da spielt der Stand und da spielt das Geld noch nicht eine so große Rolle. Und so fanden sich die Prinzessin und das Bettelkind auf dem Hof des Schlosses zum Spielen ein. Und sie warfen den goldenen Ball und juchzten und hatten Spaß. Und alles das sah die Königin von hoch oben aus dem Fenster des Thronsaals. Sie klopfte an die Scheibe und machte eine Geste, holte so die Prinzessin herauf. Kind, sprach die Frau Königin, es ziemt sich nicht für eine wirkliche Prinzessin mit einem Bettelkind zu spielen. Tu dies nicht mehr. Und weil die Königin so darauf bedacht war, ihrer Tochter gutes Benehmen beizubringen, da hatte sie gar nicht bemerkt, dass das Bettelkind geschwind wie ein Wiesel hinter der kleinen Prinzessin hergelaufen war. Und die Kleine stand nun vor ihr. Frau Königin, ich möchte wetten, dass ihr mich nicht davonjagen würdet, wenn ihr wüsstet, was meine Mutter kann. So? Was kann denn deine Mutter? Meine Mutter kann euch eigene Kinder verschaffen. Da wurde die Königin aufmerksam und hieß sie zu sprechen. Ihr müsst meine Mutter fragen und ihr müsst ihr Met geben und Wein, auf dass sie tüchtig trinkt und dann lockert sich ihre Zunge und sie verrät euch jedes Geheimnis. Und so war's gemacht. Die Königin ließ die Bettlerin in den Speisesaal bringen und es wurde prächtig aufgetischt. Leckerste Speisen, guter Wein und viel Met. Und nach dem dritten Glase nun, da lockerte sich die Zunge der Alten und sie sprach: Eigene Kinder wollt ihr? Nun, das ist kein Problem. Lasst euch heute Abend eine Schüssel mit Wasser bringen. Wascht euch damit und den Rest schüttet ihr unter das Bett.
Und dann dürft ihr nicht drunter sehen, nicht drunter sehen, die ganze Nacht nicht. So schwer es euch auch fallen wird. Denn am Morgen, wenn ihr drunter schaut, da werdet ihr zwei Blumen sehen, die erstanden sind. Zwei Blumen. Eine davon ist so licht und lieblich und schön, wie ihr noch keine zweite auf Erden gesehen habt. Aber die andere, oh, die wird garstig sein und stachlig und schwarz, ganz und gar hässlich. Die liebliche, schöne, lichte und feine, die esset auf, oh, und sie wird euch gut schmecken. Doch die hässliche, schwarze, garstige, die lasset stehen und vergesst mir dies letzte nicht. Am Abend ließ die Königin sich, wie die Alte es gesagt hatte, eine Schüssel mit Wasser bringen. Sie wusch sich damit, schüttete den Rest unter das Wasser und legte sich mit klopfendem Herzen ins Bett. Kein Auge tat sie zu. Und diese Nacht war, man kann es sich vielleicht denken, die längste Nacht ihres Lebens. Doch als der allererste Sonnenstrahl durch den Nachthimmel hindurchfiel, da schaute sie unters Bett und fürwahr, genau wie die Alte es gesagt hatte, zwei Blumen standen da, eine so licht und lieblich und schön und strahlend, wie sie noch keine zweite auf Erden gesehen hatte. Und die andere, hässlich, schwarz, stachlig, unansehnlich. Und die Königin nahm die lichte, liebliche und schöne und aß sie. Und diese Blume, sie schmeckte ihr so gut. So gut, so gut. Sie musste die andere einfach auch noch essen. Es wird schon nicht schaden und vielleicht auch nicht nützen, dachte sie. So verging die Zeit und die Königin ward schwanger. Und wie der Tag der Niederkunft gekommen, da wurde ein Kind geboren, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aus dem Leib der Mutter kam doch tatsächlich ein kleines Mädchen auf einem Ziegenbock angaloppiert, einen Rührlöffel in der Faust, eine zottelige Haube auf dem Kopf. Sie ritt und schrie, Mama, hier bin ich! Und die Königin dachte, oh nein, das ist nicht das Kind, das ich mir gewünscht habe. Ach, sprach das kleine Mädchen, mach dich nicht verrückt. Hinter mir kommt noch eine, die sieht viel besser aus als ich. Gebar noch ein Kind, noch ein Mädchen. Und dieses Kind war wirklich so licht und lieblich und schön, wie sie sich immer erträumt hatte. Wäre es nach der Königin gegangen, nun, da hätte sie nur das hübsche Kind behalten, aber dieses zweite Mädchen liebte die erstgeborene Schwester so sehr wie die Sonne den Mond. Und die beiden wuchsen heran. Die schöne Schwester war der Augenstern ihrer Mutter. Und die hässliche Schwester bekam einen Namen, den sie sich irgendwie selbst bei der Geburt mitgebracht hatte. Weil sie eben immer so eine zottelige Haube auf dem Kopfe trug, wurde sie von nun an Zottelhaube genannt. Zottelhaube und die schöne Schwester wuchsen zu jungen Frauen heran. Und an einem Abend, es war wintertags, da hörten sie, als sie im Thronsaal waren mit der Mutter, da hörten sie, ein Gekeife und ein Gemurmel. Und die Königin sprach, Kinder, ihr müsst leise sein, leise, denn da draußen, da treffen sich die Trollhexen und sie feiern ihr Jülfest. Sie sind gefährlich, wir müssen uns verbergen. Doch Zottelhaube wollte sich nicht verbergen. Ich werde die Trollhexen verjagen. Ich werde mich auf meinen Ziegenbock setzen, meinen Rührlöffel in die Faust nehmen, meine Zottelhaube richten und dann ziehe ich in die Schlacht. Aber ihr müsst hier bleiben und ihr dürft kein Fenster und auch keine Tür öffnen. Das müsst ihr mir versprechen. Und die schöne Schwester und die Frau Königin versprachen es. Zottelhaube sattelte also ihren Ziegenbock, nahm den Rührlöffel in die Faust, richtete die Zottelhaube und zog hinaus ins Schloss. Und es wurde ein furchtbarer Kampf. Sie hieb und stach und auch der Ziegenbock boxte und knuffte. Und irgendwann, da hatte Zottelhaube tatsächlich fast alle Trollhexen besiegt. Und im Nachhinein, ja, da wusste man gar nicht mehr so recht, woran es gelegen hatte. Aber die schöne Schwester,
die hat es nicht ausgehalten ohne Zottelhaube. Und so hatte sie die eine Tür des Thronsaals ganz leise und wirklich nur ein ganz kleines Stückchen aufgemacht. Da war eine letzte verborgene Trollhexe gekommen, hatte ratsch den schönen Kopf der Schwester abgerissen, an seine Stelle einen Kalbskopf gesetzt und nun blökte sie. Und als Zottelhaube zurückkam, da erschrak sie und schimpfte. Ach, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt keine Tür öffnen. Jetzt kann ich wieder zusehen, wie ich sie erlöse. Und Zottelhaube ging zum König und ließ sich das größte Schiff des Landes bereitstellen. Sie brauchte keine Mannschaft, denn das Schiff, das wollte sie selbst steuern. Nur Proviant für viele Wochen nahm sie mit und ihre verzauberte Schwester. Und so stach sie in See in Richtung des Landes der Trollhexen. Und nach einiger Zeit landete sie dort an. Sie bestieg ihren Ziegenbock, nahm ihren Rührlöffel in die Faust, richtete die Zottelhaube und ritt gegen das Schloss der Trollhexen. Und wie durch ein Wunder schien es ganz leicht zu sein, denn der schöne Kopf der Schwester lag auf einem goldenen Tablett im Küchenfenster dieses Trollschlosses. Und leise schlich sich Zottelhaube heran, nahm den Kopf und war schon auf dem Rückweg zum Schiff. Da kamen mit einem Mal viele, viele, viele Trollhexen hinter ihr her und es wurde wieder abermals ein furchtbarer Kampf. Sie hieb und stach und knuffte und boxte und auch der Ziegenbock gab mit seinen beiden Hörnern das Beste, was er konnte. Und schließlich war sie siegreich, die Zottelhaube, und schlug die Trollhexen in die Flucht. Und wie sie zurückkam zum Schiff, da nahm sie ihrer Schwester den Kalbskopf ab, setzte ihr ihren eigenen, wunderschönen Kopf wieder auf und sie war so lieb und lieblich und licht als wie zuvor. Und dann segelte Zottelhaube wieder los. Ihr meint, sie segelte nach Hause? Na, sie segelte noch viel weiter ins nördliche Meer, noch viel weiter, bis sie irgendwann in einem Lande ankam, in dem noch nie eine Menschenseele aus ihrem Heimatland gewesen war. Und in diesem Land, da herrschte ein König, der hatte seine Frau verloren, schon vor einiger Zeit. Er hatte niemanden mehr, nur noch seinen Sohn. Wie die Einwohner des Hafenstädtchens jenes Landes mitbekamen, dass ein fremdes Schiff angelandet war, da gaben sie ihrem König Nachricht davon. Und der König kam höchst selbst zum Hafen, um zu beschauen, wer denn dort angekommen wäre. Und wie er sah, was für ein bezauberndes, lichtes, wundervolles Geschöpf an Deck war. Ja, da konnte er nicht anders. Er schritt auf die schöne Schwester zu und wollte ihre Hand nehmen. Da kam mit einem Mal aus der Kajüte eine hässliche Gestalt, auf einem Ziegenbock reitend, mit einem Rührlöffel in der Faust und einer zotteligen Haube auf dem Kopf, auf ihn zu und sprach: Nein, 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 die Hand meiner Schwester gibt's nicht, Herr König. Nur, lasst mich überlegen, nur wenn ich den Prinzen heiraten darf. Ja, so soll es sein. Und der König, der hatte sein Herz verloren, wie es so ist mit der Liebe, manchmal geht es sehr schnell. Und er sagte den Handel zu. Derjenige, der nicht ganz so begeistert war, war der Prinz, als er sah, welche Braut für ihn auserkoren worden war. Aber es half nichts, der König hatte das Sagen. Und so wurde eine Doppelhochzeit anberaumt. Und der Hochzeitszug machte sich auf den Weg zur Kirche. Vorneweg, da ritt der König mit der schönen Schwester und hinterdrein, da ritt der Prinz auf einem stattlichen Ross. Und die Zottelhaube auf ihrem Ziegenbock. Und weil die beiden Brautleute sich noch gar nicht so recht hatten kennenlernen können, da sagte Zottelhaube zu ihm: Frag mich doch irgendetwas. Wir wollen uns kennenlernen. Was soll ich denn fragen? Naja, frag mich doch, warum ich auf einem Ziegenbock reite. Ja, warum reitest du denn auf einem stinkenden
widerlichen, zotteligen Ziegenbock. Ist das denn ein Ziegenbock? Du musst nur genau hinschauen. Es ist gar kein Ziegenbock, es ist ein wunderschönes Ross. Ein weißes Pferd und ja, ich reite auf einem goldenen Sattel und habe silbernes Zaumzeug in meinen Händen. Aber der Prinz sah nicht hin. Ach, nun frag mich doch. Frag mich doch, warum ich einen Rührlöffel in der Faust halte. Warum hältst du so einen Rührlöffel in der Faust? Ist das denn ein Rührlöffel? Du musst nur genau hinschauen. Ist das nicht der schönste Brautfächer, den ein Mädchen nur haben kann? Aber der Prinz sah nicht hin. Och, frag mich doch. Frag mich doch, warum ich so eine zottelige Haube auf dem Kopfe trage. Ja, warum trägst du eigentlich so eine zottelige, hässliche Haube auf dem Kopf? Ist das denn eine zottelige Haube? Ist das nicht die schönste Brautkrone, die ein Mädchen nur tragen kann am Tag der Tage? Frag mich doch. Frag mich doch, warum ich so grau und hässlich bin von Angesicht. Ja, sagte der Prinz, das ist wirklich eine gute Frage. Warum bist du auch so grau und hässlich von Angesicht? Bin ich denn grau und hässlich? Du denkst, meine Schwester sei schön. Du hast mich noch gar nicht richtig angesehen. Würdest du mich mit den Augen der Liebe betrachten, dann könntest du auch meine Schönheit sehen. Und endlich blickte sich der Prinz um und besah sich die Reiterin an seiner Seite. Und was er da sah, das raubte ihm den Atem. Denn neben ihm, da ritt auf einem prächtigen weißen Ross mit goldenem Sattel und silbernem Zaumzeug eine wunderschöne Prinzessin in einem atemberaubenden Hochzeitskleid mit einem silbernen Brautfächer und einer wunderschönen Brautkrone auf dem Kopf. Und so steigerte sich seine Laune. Und es ward Hochzeit gehalten. Die schönste und größte, die das Land je gesehen hat. Es ist noch gar nicht lange her, erst ein paar Tage. Und wenn ihr euch beeilt, dann lauft nur schnell hin, vielleicht kriegt ihr noch einen kleinen Tropfen vom Brautbier. Thank you.
dem Gipfel eines Berges eine garstige und böse alte Hexe. Bei ihr lebte ihr Sohn und der war noch viel schlimmer als sie. Eines Tages, da sprach dieser missratene Sprössling, er wolle sich mit dem größten Zauberer jener Zeit duellieren, auf magische Art und Weise. Und er war sicher, dass er stärker wäre als der erfahrene Magier. Aber wie es so ist, so oft im Leben, wenn Heißsporn auf Erfahrung trifft, da zieht Heißsporn meistens den Kürzeren. Und so war es auch dieses Mal. Der Zauberer gewann das Duell und er verwünschte und verfluchte den Sohn der Hexe und verwünschte ihn in eine hässliche Kröte. Schleimig, garstig, voller Warzen. Und schlimmer noch, die alte Hexe musste von nun an auf seinem Rücken reiten. Und in dieser Form sollten die beiden unterwegs sein, bis der Fluch gebrochen werden würde. Brechen konnte diesen Fluch jedoch nur ein Kuss von den Lippen eines Mädchens, das ohne Falschheit ist. So hatte es der alte Zauberer verfügt. Und so machte sich also dieses ungleiche Gespann auf den Weg. Und die Kröte watschelte mit der alten Hexe auf dem Rücken am Waldesrand entlang. Aber es dauerte gar nicht lange. Da gewahrten sie vor sich ein junges Mädchen. Dieses Mädchen war so schön, so lieblich und fein anzusehen. Und man sah ihr schon am Gesichte an, dass sie konnte nicht mit Falschheit geschlagen sein. Das sah auch die Alte. Und sie hieß ihren Sohn dorthin zu watscheln und sprach: Hey du, Mädchen, komm mal her, komm mal her. Komm, gib mir einen Kuss und hier, meinem Reittier auch. Gib uns einen Kuss und es soll dir nicht leid tun. Hier, sieh nur, ich habe einen Sack voller Gold. Wenn ich dir den gebe, da kannst du dir einen Bräutigam aussuchen. Jeder wird dich haben wollen. Viel mehr Männer als jetzt, wo du arm bist und nur ein paar Schafe hütest. Ich soll bezahlt werden für einen Kuss. Das Mädchen lehnte das rundweg ab. Nein, für einen Kuss will ich kein Geld. Und einen Bräutigam, der mich nur nimmt, weil ich wiederum Geld habe, den will ich auch nicht haben. Du willst uns also nicht küssen? Fragte die Alte. Nun, dann verfluche ich dich und ich verwünsche deine Küsse. Vom heutigen Tage an soll ein jeder, dem du einen Kuss geben willst, tot zur Erde fallen. Da erschrak das Mädchen. Denn daheim auf dem Hof, da warteten doch Vater und Mutter und Bruder und Schwester und sie waren eine glückliche Familie und gaben einander ab und an auch einen Kuss. Was würde jetzt werden, wenn sie nach Hause ginge und selbst wenn sie es den Eltern sagen würde, gewiss würde die Stunde kommen, in der sie den Fluch vergaß und dann wären ihre Liebsten des Todes. Nein, sie konnte nicht zurückgehen. Und so ging das Mädchen immer tiefer in den dunklen Wald hinein und schwor, nicht zurückzusehen. Und wie sie so ging, da gewahrte sie mit einem Mal ein Wesen, spürte es, fühlte es, aber sah es nicht. War es ein Mensch, ein Baum oder ein Geist? Doch gleich, was es war, die Stimme, die ihr entgegenklang, war so lieblich. Um der Liebe willen, sprach die Stimme. Um der Liebe willen, gib mir einen Kuss. Nein, rief das Mädchen, nein, ich kann niemanden küssen. Und sie drehte auf dem Absatz um und lief verängstigt davon. Und so verging die Zeit. Und irgendwann, da lernte sie das Gewisper der Bäume zu verstehen. Sie konnte den Gesang der Vögel als Sprache erkennen. Und sie wusste nicht mehr, war es ein Baum, ein Vogel oder ein Strauch gewesen. Irgendjemand hatte ihr ein Geheimnis verraten. Und mit diesem Geheimnis im Herzen machte sie sich nun auf den Weg zurück zum Waldesrand. Denn sie wusste, dort am Waldesrand, da würde die hässliche Kröte mit der Hexe auf dem Rücken noch immer ihre Bahnen ziehen.
Und sie hatte recht. Sie begegnete der Alten und sie begegnete der Kröte. Und die Alte fragte, nun Mädchen, bist du gekommen, um doch etwas Geld abzuholen? Der Zug ist abgefahren. Oder hast du schon jemanden gefunden, der dich freiwillig küsst? Doch das Mädchen war nun voller Mut. Sie stürmte auf die Alte zu und gab ihr mitten auf die Stirn einen Kuss. Und im nächsten Moment zerplatzte die Alte und die hässliche Kröte mit ihr. Überall hingen die hässlichen Reste dieser ekligen Gestalt. Aber das Mädchen war frei. Der Fluch war gebrochen. Und der erste Weg, den sie nahm, war der Weg zurück zu der lieblichen Stimme des Wesens. Und noch immer wusste sie nicht, war es ein Mensch, ein Baum oder ein Geist? Doch gleich, was es war, sie küsste es. Aber nicht mit so einem Kuss, wie sie vorher die Hexe geküsst hatte. Nein, 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 das war ein ganz anderer Kuss. Und nach diesem Kuss, da verwandelte sich das Wesen mit einem Mal in einen wunderschönen, stattlichen, großen, breitschultrigen Königssohn. Der gestand ihr sogleich seine Liebe. Er war verwünscht worden von derselben Hexe, die auch sie mit einem Fluch belegt hatte. Und er sagte, du hättest mich ruhig küssen können, als wir uns das erste Mal begegneten. Doch sie sprach, dann wärst du des Todes gewesen. Und er sagte, nun, in deinem Kuss zu sterben, es wäre nicht der schlechteste Tod gewesen. Aber gemeinsam zu leben ist natürlich viel besser. Und so machten sie sich auf den Weg zurück zum elterlichen Hof des Mädchens. Und dort fiel das Mädchen dem Vater um den Hals und der Mutter und liebkoste und drückte und herzte und küsste jedes Lebewesen auf diesem Hof, das ihr nur entgegenkam. Der Bruder und die Schwester bekamen Küsse auf die Wangen. Die Mutter bekam Küsse und abermals Küsse auf die Nasenspitze. Und dem Vater, dem küsste sie, naja, die glatte Stirn. Und selbst das Kätzchen auf dem Hof und der Hofhund und all die Hühner und auch die Hähne und ja, selbst das klitzekleine Meerschweinchen, das noch irgendwo in einer Ecke des Stalles lebte, selbst das bekam viele liebevolle Küsse aufs Fell gesetzt. Und als sie damit fertig war, ja, da war die Küsserei immer noch nicht zu Ende, denn dann wurde Hochzeit gehalten. Ja, und da wurde noch viel mehr geküsst. Auch geküsst wurde in der Hochzeitsnacht. Wie? Und wie viel? Und wo? Das weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, ich würde es euch auch nicht verraten. Aber eins ist sicher, dieses Paar, das in Liebe zueinander gefunden hat, hat sich in seiner langen, langen, langen Ehe jeden Tag geküsst. Und das nicht nur einmal. Thank you.
lebten die Menschen in Freude miteinander. Und immer wenn sie sich trafen, da brachten sie nicht nur etwas zu essen und zu trinken mit, sondern ein jeder brachte auch eine Geschichte mit, ein Märchen. Und manche brachten auch ein Lied zum Besten. So sorgten die Menschen dafür, dass all die Geschichten und Märchen und auch die Lieder nicht in Vergessenheit gerieten. Nun war es aber nicht so, dass jeder Bäcker und Bauer, jeder Handlanger und Handwerker und auch nicht jede Tuchmacherin und jede Töpferin viele Märchen und viele Geschichten zu erzählen wussten oder viele Lieder singen konnten. Nein, vielmehr hatte ein jeder sein ganz besonderes Märchen, sein ganz besonderes Lied, das er bei diesen besonderen Gelegenheiten eben mitbrachte. Und so kam es, dass bei einer dieser Zusammenkünfte ein junger Mann zugegen war. Und er sah eine junge Frau. Und sie konnte wunderschön ihr Märchen erzählen. Und sie hatte zugleich auch noch eine engelsgleiche Stimme und sang ein Lied dazu. Ach, und der junge Mann, sein Herz war sogleich entflammt. Und so nahm er sie bei der Hand und führte sie hinaus in den Garten. Und da setzten sie sich miteinander unter den großen, schattenspendenden Tempelbaum. Er legte seinen Kopf in ihren Schoß und sie erzählte ihm noch einmal ihr Märchen. Und so taten sie es in den Tagen darauf immer wieder und wieder. Und wenn sie ihm einen besonderen Gefallen tun wollte, dann sang sie ihm zum Schluss auch noch ein Lied dazu. Und wie es so ist, wenn zwei Herzen einander finden, es ward Hochzeit gehalten. Und eine Zeit lang, ja, da lebten die beiden wie im Himmel. Und es war wirklich märchenhaft. Aber wie es so ist, wenn man eine Zeit lang verheiratet ist, naja, muss man von Wolke 7 irgendwann herunterkommen, auf den Boden der Tatsachen und im Alltag miteinander bestehen. Am Anfang, da bat der Mann seine wunderschöne junge Frau jeden Tag um ihr Märchen. Und jeden Tag sagte er, wenn du mir einen besonderen Gefallen tun willst, dann sing mir doch auch noch dein Lied dazu. Aber irgendwann, da bat er sie nur noch an den Sonntagen. Ja, und irgendwann nur noch an den hohen Feiertagen. Tja, und irgendwann gar nicht mehr. Denn die Zeit ist die ärgste Feindin der Achtsamkeit. Und das mussten auch diese beiden erfahren. So verging die Zeit. Sie verging und verging und die Jahre zogen ins Land. Und aus der jungen Frau und dem jungen Mann war ein nicht mehr ganz so junges Ehepaar geworden. An einem Tag, da ging der Mann seinen Geschäften nach und hatte das Haus schon früh am Morgen verlassen. Die Frau war in den Garten gegangen und hatte Gartenarbeit erledigt. Und nun stand die Sonne fast schon im Zenit und sie war erschöpft von der harten Gartenarbeit, setzte sich auf einen Küchenstuhl, ließ die Türe zum Garten offen, um sich ihr Tagwerk betrachten zu können. Aber es war warm, die Sonne schien, sie war ein bisschen müde, also setzte sie sich ein bisschen tiefer in den Stuhl hinein. Und wie das so ist, wenn man nicht mehr ganz so die Jüngste ist, da fiel einem ein Auge zu. Und irgendwann auch das zweite. Und dann schlief sie ein. Und weil sie eben nicht mehr ganz so die Jüngste war, klappte ihr der Mund auf und sie fing herzhaft an zu schnarchen. Und wie sie so schnarchte, da tat sich in ihrem Innern etwas, denn das Lied und das Märchen, sie waren ja schon seit unvorstellbar langen Zeiten eingesperrt im Körper der Frau, waren nicht mehr hervorgebeten worden. Und so sahen sie ihre Chance gekommen und kletterten aus dem Mund der Frau hinaus, sprangen in die Stube, liefen zur Garderobe und verwandelten sich. Aus dem Lied wurde ein Schal, der sich direkt an den Haken hang, und aus dem Märchen wurde ein paar Sandalen. Dann kam der Mann nach Hause. Und der Mann öffnete die Türe, hörte nichts, sah nur einen Schal, der nicht seiner war, ein paar Sandalen, die er auch nicht kannte, stürmte in die Küche und die Frau schreckte auf.
Sie fing an zu stammeln und zu stottern. Oh, lieber Mann, was machst du denn schon hier? Und ebenso wie jemand reagiert, wenn er mitten am Tage beim Schlafen überrascht worden ist und sich ertappt fühlt. Was ist hier los? Fragte der Mann. Gar nichts, Liebster, was soll denn los sein? Du willst mir nicht sagen, was geschehen ist? Da draußen an der Garderobe hängt ein Schal und darunter stehen ein paar Sandalen und ich kenne beides nicht. Die Türe ist offen zum Garten hin. Soll ich dir sagen, was passiert ist? Du hast mich betrogen, du ehrloses Weib. Du hast mich betrogen und dein Liebhaber hat seine Sachen zurückgelassen, weil er mich kommen hörte und ist geschwind durch die Gartentür verschwunden. Du, wie kannst du nur? Aber nein, lieber Mann, nein, ich bin es doch. Du bist doch mein einziges, mein Liebstes. Ich würde dich niemals betrügen, das weißt du doch. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass da draußen ein Schal hängt und ein paar Schuhe stehen. Und es sind nicht meine. Und er drehte auf dem Absatz um, warf die Tür ins Schloss und noch von der Straße hörte sie, wie er schimpfte, die sieht mich so schnell nicht wieder, es ist vorbei, es ist aus, ich lasse mir doch keine Hörner aufsetzen, ich fange ein neues Leben an. Naja, ganz so weit ging er nicht. Drei Straßen ging er weiter. Denn nach drei Straßen da gab es in diesem Ort den Tempel der 1000 Lichter. Und im Tempel der 1000 Lichter, da fanden all jene Seelen Zuflucht, die eben in einer Nacht, aus welchen Gründen auch immer, kein Obdach hatten. Und der Mann ging in den Tempel hinein und suchte sich eine Ecke und schmollte. Währenddessen, der Tag war schon vorangeschritten und der Abend warf sich übers Land, da setzte sich die Frau ans Fenster, zündete eine Kerze an und hoffte, betete, dass ihr lieber Mann doch zurückkommen möge, dass er ihr glauben möge. Sie wollte ihn nur zurückhaben, aber nichts geschah. Und wie es dunkel wurde und immer dunkler, da schlief sie ein vor Erschöpfung. Und als die Tränen schon trocken waren auf den Wangen, fiel sie in tiefen Schlaf. Und abermals öffnete sich der Mund ein wenig und sie fing, naja, wie es halt ihre Gewohnheit war, an zu schnarchen. Und das Lied, das Märchen, verwandelten sich zurück und sprangen durch den geöffneten Mund der Frau zurück in ihr Innerstes. Unterdessen fand der Mann im Tempel der 1000 Lichter, drei Straßen weiter, keine Ruhe. Zum einen, weil er sich unwohl fühlte, auf dem kargen Steinboden und mit der ganzen Situation unglücklich war. Aber zum anderen fand er auch deshalb keinen Schlaf, weil überall Stimmen wisperten. Und wie er genau hinhörte und hinsah, da gewahrte er, dass all diese Stimmen von den Lichtern stammten, die nach und nach in den Tempel der 1000 Lichter hineingeflogen kamen. Diese Lichter waren die ausgelöschten Flammen aus den Häusern ringsumher. Und all diese Flammen, die irgendwann ausgepustet wurden, als die Nacht kam, sie erzählten die Geschichten, die sie über den Tag hinweg in ihren Heimathäusern erfahren hatten und mitbekommen hatten. Die Frau schlief verkrümmt auf dem Küchenstuhl. Und einer ihrer Atemzüge, die so tief waren, weil sie nun mal so herzhaft schnarchen konnte, pustete auch ihre Flamme aus. Und dieses Flämmchen war das letzte, das in dieser Nacht in den Tempel der 1000 Lichter zurückflog. Als diese Flamme die Geschichte des Tages erzählte, da bekam der Mann große Ohren, denn er hörte eine Geschichte von einem eifersüchtigen Mann, einer zu Unrecht beschuldigten Frau, von einem paar Sandalen, einem Schal, einem Lied und einem Märchen. Und da erkannte der Mann, oh nein, es war seine Geschichte, die da erzählt wurde. Seine Geschichte. Er hatte einen großen Fehler begangen. Und kaum, dass die Nacht vorüber war, die ersten Sonnenstrahlen durch den Nachthimmel zur Erde fielen, da machte er sich auf den Weg und ging zurück zu seiner Frau. Die war auch ganz früh aufgewacht.
und empfing ihn schon mit flehenden Gesten. Ach, lieber Mann, bitte hör mir doch zu, ich muss dir erklären. Nein, sagte er. Nein. Und er kniete vor ihr nieder, nahm ihre Hände in die seinen und bat um Verzeihung. Er bat um Verzeihung und dann nahm er sie in die Arme, so weich und warm und liebevoll, wie er es schon lange nicht mehr getan hatte. Nahm sie bei der Hand und führte sie in den Garten. Sie gingen unter den Tempelbaum und setzten sich nieder und, wie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr, legte er seinen Kopf in ihren Schoß und bat sie um ihr Märchen. Und wenn du mir, mein Liebling, einen ganz besonderen Gefallen tun willst, dann singst du mir auch noch dein Lied dazu. Schon am Ende unseres Märchenfensters Deluxe, Bettgeflüster, angekommen. Nun ist es deine und eure Aufgabe, all die Märchen und Geschichten, die ihr gehört habt, weiterzuerzählen. Erzählt es euren Freunden, damit die es ihren Freunden erzählen und damit die es ihren Freunden erzählen und damit die es ihren Freunden erzählen. Denn Märchen können nur leben, wenn wir alle sie erzählen. Danke für offene Ohren, offene Augen und offene Herzen. Und danke, dass ihr den Computer angestellt habt. Wir wünschen euch einen märchenhaften Abend und hoffen euch bald wiederzusehen. Analog oder digital?